Weihnachtsglückskeks Nummer 11. Heute habe ich mal den Podcast von einer Kollegin angehört und da ging es darum, wie man ein glückliches Leben führt. Und es ging eben auch darum, was einen davon abhält, ein glückliches Leben zu führen. Nämlich, das sind manchmal Dinge, die man tut, die einen gar nicht glücklich machen. Wie zum Beispiel der Job, den man hat. Und sie sagte etwas, das habe ich ja so ähnlich auch in meinem Mutmachbuch für Träumer, denn hinterm Horizont geht's weiter, geschrieben. Aber der Satz war irgendwie nochmal anders formuliert, sodass mich das noch beschäftigt hat und ich dann gedacht habe, ui, das muss ich euch erzählen, weil ich das so simpel fand als Methode, aber so durchschlagend in der Wirkung. Und zwar hat sie gesagt, sie hätte einen Job gehabt, mit dem sie eigentlich ganz, ja, so okay war, ne? Die Kollegen waren okay, was sie da zu tun hatte, war okay. Also es war jetzt nicht so der Burner, aber war jetzt auch nicht so, dass sie unglücklich war. Aber sie hat sich dann trotzdem die Frage gestellt, wenn ich jetzt morgens aufwache und ich weiß, dass ich das Geld, was ich in diesem Job verdiene, dass ich das einfach so kriege, würde ich dann trotzdem zur Arbeit fahren? Ja, und du ahnst es schon, da hat sie gar nicht lange überlegt, sondern gleich gedacht, nein, würde ich nicht. Ich würde, weiß der Himmel was, machen mit diesem Tag, aber ich würde nicht zur Arbeit fahren. Und ein paar Tage später hat sie gekündigt, weil sie sich gedacht hat, das kann es doch irgendwie nicht sein mit meiner kostbaren Lebenszeit. Ich habe ja vor kurzem mal gesagt, man hat ausgerechnet oder man kann ausrechnen, dass man im Schnitt so 30.000 Tage lebt. Und wenn ich von diesen 30.000 Tagen so viel Zeit verbringe, die nicht wirklich erfüllend ist und gar nicht so meinem Wunsch entspricht, also ich mache das eher notgedrungen, ist das eigentlich ganz schön, also wenn man es ganz, ganz genau nimmt, ist es eigentlich ganz schön erschreckend. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, diesen kleinen Anzug zu tragen, der überall kneift, weil wir denken, einen größeren kriegen, einen größeren werden wir schon nicht kriegen. Aber das stimmt nicht. Und das hat mich deshalb eben auch so nachhaltig beschäftigt, weil das ja auch viele andere Bereiche im Leben betrifft. Hör auf, dich immer mit weniger zufrieden zu geben. Das ist es eigentlich. Das redet man uns ein von Tag 1 an. Komm, sei bescheiden. Guck mal, das ist doch nicht schlecht und warum bist du denn damit nicht zufrieden? Und plötzlich hat man einen Partner, wo man Kompromisse macht und man sagt, ja, es ist eigentlich ganz okay, aber Liebe? Ich weiß nicht. Oder man hat einen Wohnort oder ein Zuhause oder Freunde, Freizeitbeschäftigung, alles Mögliche, wo man immer Kompromisse macht und immer mehr Kompromisse macht. Und darum geht's mir eigentlich, immer mal wieder sich die Frage zu stellen, möchte ich das wirklich? Macht mir das wirklich Freude und passt das wirklich zu mir? Und sich ganz ehrlich eine Antwort zu geben darauf. Das ist meine Anregung für heute. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viel schwieriger ist, wenn man Familie hat und Menschen hat, auf die man Rücksicht nehmen muss. Aber vielleicht gibt es dann einen Weg, den man beschreiten kann, der in diese Richtung gehen könnte. Und das Leben ist echt zu kurz, um das mit halbscharigen, lauwarmen Kompromissen zu verbringen. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal. Auf uns. Auf alles, was uns verbindet. Wir werden viele sein. Bis zum nächsten Mal.